Sie ticken ja wohl nicht ganz richtig, das lasse ich mir... Oh. Sie, Jack! Wir müssen sofort die Wohnung räumen! Also, warum denn nicht gleich? Sind schmutzig. Guten Abend. Schön, dass Sie da sind. Tja, dann fangen wir doch gleich mal an. Tolle Wohnung, was? Toller Plattenspieler. Harry. 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 Teach me, tiger, I'll kiss you. Whoa, 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 whoa. Show me, tiger, I'll kiss you. Wow, 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 wow. Toller Kühlschrank. My lips, they belong to you. Teach me, teach me. Teach me, tiger, when I'm close to you. Wow, 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 wow. Help me, tiger. I don't know. Toller what Wein. To do. What must I do to make you tallest bed? Teach me, tiger, how to tease you. Tiger, I wanna squeeze you. Teach me, tiger, or I'll teach you. Entschuldigung, tut mir leid. Diese Artischockenherzen, superb. Das Knoblauchsoufflé, herrlich arrogant. Das Kapernfondue mit diesem frivolen Thymian-Akzent, vor
von erlesener Reife. Der Wein? No. Nichtsdestotrotz können solche Speisen nur zu ihrer vollen Entfaltung gelangen, wenn die Bedienung so fachkundig und voller Charme vorgeht, wie ich es in Ihrem speziellen Fall vorhin zu beobachten das Vergnügen hatte. Wie bitte? Tja, es hat geschmeckt. Oh, Gott sei Dank. Wenn Sie mir dann die Rechnung brächten. Ja, selbstverständlich. 168,20 Mark. Stimmt so. Oh, vielen Dank. Mein Kind, Sie sehen mich in allergrößten Schwierigkeiten. Ich habe die allerschönsten Delikatessen genossen, meinen Gaumen befriedet, nur der Geist hungert noch. Glücklicherweise bin ich im Besitz zweier Karten für die Oper. Ein hervorragendes Ensemble mit einem überaus gut disponierten Orchester, wie mir aus zuverlässigen Quellen zugetragen wurde. Sie geben Turandot und ich sitze hier und habe noch keine Begleitung. Ich brauche Gesellschaft, mit der ich den Genuss dieses kulturellen Leckerbissens teilen kann. Verstehen Sie? Ich brauche eine Begleitung. Nun, was sagen Sie? Ja, da müsste ich erst mal mit dem Chef sprechen. Tun Sie das, mein Kind. Tun Sie das. Ja, einen Moment bitte. Eduard, Eduard, du bist und bleibst ein Schwerenöter. Ich habe mit dem Chef gesprochen, mein Herr. Ich musste erst ein bisschen reden, aber dann habe ich ihn rumgekriegt. Ich liebe Opern. Gehen wir? Herr Schleierhaft, ist mir einfach unbegreiflich. Was ist denn so unbegreiflich, Schwesterlein? Ich wollte es dir ja lange schon sagen, aber dann wollte ich dir wieder nicht wehtun. Nur einmal muss es ja heraus. Ja, los, heraus damit. Dein Mann, Bobby, er betrügt dich. Weißt du das? Ob ich das weiß? Und ob ich das weiß? Ich weiß, dass er mich betrügt. Ich weiß, seit wann er mich betrügt. Ich weiß, wann er mich betrügt und wo er mich betrügt. Ich weiß sogar, mit wem er mich betrügt. Mir ist nur ein schleierhaft. Womit er mich betrügt. Ah, Alphonse, ich hab die tollste Frau der Welt. Da ist sie. Was kommst du denn schon so früh nach Hause von deinem Herrenabend? Da finde ich aber verdammt unzuverlässig, finde ich das. Unzuverlässig? Ich wollte fragen, ob du uns ein paar Mark leihen kannst. Wir haben nämlich keine Knete mehr. Alles verschluckt. Schnapp dir meine Geldbeutel aus der Handtasche und dann sei er eine Kavalier. Schwer ist schon je. Schön. Schwer ist schon je. Schwer. Ah, ja, da ist er. Das kleine Schnuckerchen. Ich glaube, das reicht für eine kleine Sause. Zwei halbe für dich und zwei für mich. Und was ist mit dem Spaghetti neben deiner Frau? Der soll sich sein Bier selber kaufen. Ja, bitte. Guten Tag. Guten Tag. Bitte nehmen Sie Platz. Womit kann ich Ihnen helfen? Ihnen, mir? Es handelt sich um meinen Bruder. Ja, liebe Doris, wenn es denn nun so sein muss, dass ich diese Welt verlasse, dann will ich vorher mit dir aber klären, was die Kinder erben. Jo, Theodor, so traurig das auch sein mag, aber man muss die Sachen in Ordnung bringen, wenn es einmal so weit ist, ne? Sehr
Der Otto, der kriegt die Maschinenfabrik. Oh, Otto, der hat doch nun gar kein Geschäft, in Theodor. Ja, das stimmt. Einen Sinn für das Geschäftliche hat er nicht. Der Alfred, der kriegt das Mietshaus. Um Gottes Willen, Theodor, das ist aber ein großer Fehler. Du weißt doch, dass der Alfred gar nicht mit fremden Menschen umgehen kann. Ja, meinst du? Wie dem auch sei. Die Pfandbriefe und die Wertpapiere gekriegt. Die Sonja. Was, Sonja? Wieso das denn? Sag mal, wer stirbt hier eigentlich, Doris? Du oder ich? Bis zu ihrem 42. Lebensjahr werden sie sehr unter ihrer Armut leiden. Und dann? Dann werden sie sich daran gewöhnt haben. Du immer mit deinem Schiff, du. Du komm mal lieber rüber und probier den Schal an, den ich dir stricke. Na komm, 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 komm. So. Schauen, wie der dir steht. Das ist schön so. Und nun eine wichtige Durchsage. Wow. Herr und Frau Löffler, so. Zurzeit unterwegs in einem hellblauen VW Käfer so. In Norditalien. Werden gebeten, sich sofort mit ihrer Großmutter in Niederdorfhausen an der mein Stadt Gott. In Verbindung. Großmutter wird doch wohl nichts passiert sein. Schatzi, Großmutter ist vor 8 Jahren von uns gegangen. Ja. Ja, aber trotzdem, ich habe irgendwie so ein merkwürdiges Gefühl, das mit Großmutter doch. Schatzi, wir heißen auch nicht Löffler, wir heißen Eiermann. Ja, und? Du bist ja gut. Ich habe ein ganz merkwürdiges Gefühl, dass Großmutter irgendwas passiert Schatzi, ist. Und wir haben auch keinen hellblauen VW, sondern einen roten BMW. Schrei mich nicht immer so an! Ich schrei dich aber nicht an! Du nimmst nie Rücksicht auf meine Gefühle. Ich hätte auf meine Mutter hören sollen. Du bist hartherzig und kalt. Du denkst nämlich immer nur an dich. Was in anderen Mitmenschen vor sich geht, interessiert dich gar nicht. Deine Vorschläge, die geht mir schon auf den Weg. Da geht's mir. Schatzi, Schatzi, wir sind auch nicht in Norditalien. Wir sind doch hier bei uns zu Hause in... Ach, du machst mich doch ganz verrückt! In Niederbachstetten an der Schlern. Das ist wieder typisch für dich, ne? So warst du immer schon. Aber ich habe die Nase voll. Tu du doch, was du willst. Auf mich nimmst du ja sowieso keine Rücksicht. Bleib ruhig hier. Ich fahr jedenfalls zur Oma hin. Ist doch gut, Schatzi. Es ist ja alles gut. Sei ganz lieb. Dann fahren wir eben nach... Nach Niederdorfhausen an der Schlams. Zur Oma. Ja, da wird sich die Oma aber freuen. Die Oma, die macht mich noch ganz murmelmurmel. Ganz ruhig, ganz ruhig. Schatzi, ich bin fertig, wir können fahren. Herr und Frau Schusselbeer, zurzeit unterwegs in einem Wohnmobil in Südfrankreich, werden gebeten, ihre Tante in Obertiefenheim am Schlotter. Oh, auf Wein, die Tante, die rufen wir dann von der Oma aus an. Das ist einer der 3 berühmtesten Diamanten der Welt. Es gibt den Hope-Diamanten, den Koh-i-Noor-Diamanten und diesen, den Neumann-Diamanten. Ein wunderschöner Stein, gnädige Frau. Sie haben ein Glück. Naja, das reine Glück ist es auch nicht. Die Sache hat nämlich einen Haken. Den Neumann-Diamanten gibt es nicht ohne den Neumann-Fluch. Was ist denn der Neumann-Fluch? Herr Neumann. Sie, Jean! Wir müssen sofort die Wohnung räumen! Das ganze Haus steht in Flammen! Rettet die Möbel!
Kaffee? Ist Essen fertig? Gleich. Ich hab doch eine Überraschung für dich. Wie? Wo? Was denn? Von heute an wird bei uns nur noch vegetarisch gekocht. Weißt du, mein Junge, ich habe mir das genau überlegt. Und das gibt ja auch wirklich gute Gründe. Während Millionen Menschen auf der ganzen Welt verhungern, mästen wir unser Schlachtvieh mit wertvoller eiweißhaltige Sojakeime. Ja, da ist was dran. Siehste, und jetzt sei doch mal ehrlich, was unsere moderne Massenviehhaltung so an Produkte hervorbringt. Also ehrlich, ich kann doch wirklich gut kochen. Aber die meisten Produkte, die sind ja in sich schon so minderwertig, dass du damit Kochkunst auch nicht mehr viel anfangen kannst. Weiß ich, weiß, dass du gut kochen kannst. Und was du da eben gesagt hast, da hast du hundertprozentig mit recht. Wir hätten schon viel früher damit anfangen sollen. Überleg doch mal. Stell dir vor, du musst eines Tages plötzlich Diät halten. Wenn du dich dann schon an eine vegetarische Kost gewöhnt hast, dann läufst du keinerlei Gefahr, dass du die Diät wegen Willensschwäche abbrechen musst. Ja, das ist eine gute Sache. Siehste, und gerade du mit deiner Kreislaufschwäche. Ich wette doch, dass ich bei dir schon Abfallprodukte vom Fleisch, nämlich Harnsäure, in die Gelenke und Organe festgesetzt haben, meinst du nicht auch, mein Junge? Ja, Mutti. Leider. Siehste? Und darum habe ich dieses köstliche Gericht schon gekocht heute. Steht schon in der Röhre, wird nur noch kurz mit Käse überbacken. Ja, was ist das denn? Das ist ein Reis-Gemüse-Risotto. Grundlage sind 100 Gramm Naturreis. Der wird mit einem Esslöffel Leinsamen kurz angekocht und in Gemüsebrühe fertig gekocht. In der Zwischenzeit wird eine Kohlrabi mit 5 Schalotten in Distelöl angebraten. Später kommen dann noch 2 Eier und 3 Esslöffel Sojamehl dazu. Raffiniert. Und dann würzen. Kräutersalz, Cayennepfeffer. Hör mal, vielleicht auch ein bisschen Chicorée? Ganz genau. Aber vorher muss der Reis noch richtig durchgerührt werden, gewürzt werden, mit Zitrone, wie du willst. Und dann kommt er in eine vorgewärmte Backform und wird in der Röhre mit Blauschimmelkäse überbacken. Mutti, weißt du was? Du? Toll. Woll. Und wenn du mir jetzt dazu noch ein Schnitzel mit braune Soße machst, hat er sich das richtig gerne. Ajo, mein Zuckerspätzle. Was soll ich denn nachher kosten? 100 im Bett, 25 auf dem Teppich. Ja, so. 100 Mark. So. Na, Opa? Ein Bett ist doch am gemütlichsten, wa? Wieso Bett? Viermal Teppich. Hoffnungsnacht stürzt schluchtenwert. Dürstenden kriecht Furcht ins Herz. Dieses erschütternde Gedicht habe ich vor einem halben Jahr im Wartesaal vom Hauptbahnhof in Castrop-Rauxel geschrieben. Und damit möchte ich auch meine Lesung beenden. Hat noch jemand eine Frage? Ja, bitte? Ihr letztes Gedicht hat mich sehr betroffen gemacht. Was wollen Sie damit sagen? Ja, dass das eben aus ist mit der Hoffnung, ne? Aber kann Hoffnungsnacht denn nicht auch bedeuten, dass noch Hoffnung in der Nacht ist? Naja, da ist die Nacht jeder Hoffnung. Also mal sehen. Sie kennen ja mein Gedicht, kennen Sie ja besser wie ich das. Aber ich meine, auf jede Nacht folgt ja morgen, ne?
Ja, da haben Sie wieder recht. Das ist wirklich schlimm. Wie, das verstehe ich ganz nicht. Ja, wir können ja mal die zweite Zeile von dem Gedicht hier angucken. Also, Dürstenden kriecht Furcht ins Herz. Was will uns der Dichter damit sagen? Ja, also, vielleicht können wir irgendwo noch ein Pilzbier trinken gehen, ne? Und die Furcht ist die Angst, dass die Kneipe schon dicht hat. Eine sehr gelungene Zeile. Aber ich vertrage nicht so viel, ich schlage dann leicht über die Stränge. Ach, wirklich? Ja, ich meine, vielleicht ist ja auch die Hoffnungsnacht die Hoffnung auf die Nacht. Ja, davon rede ich doch die ganze Zeit. Ja, aber... Warum müssen wir denn dann vorher erst noch ein Bier trinken? Sind Sie wahnsinnig, mit 80 durch die Innenstadt zu rasen? 80? Macht mich die Frisur denn so alt? Oh. Das warst du doch, du blöde Henne. Aber ich dachte, du und ich... Kannst du Fliegen fangen? Mit dem Maul? So. Du warst ein verwunschener Prinz in Froschgestalt. Kannst du leichen? Kannst du fröscheln? Natürlich kannst du nicht fröscheln. Sehe ich doch von hier aus, dass du nicht fröscheln kannst. Hast wahrscheinlich noch nicht mal Schwimmen heute zwischen den Zehen. Soll ich doch der Storch holen, alte Kuh. Ich werde noch wahnsinnig. Wenn ich an die bezaubernden Frösche denke, an diese geilen Kröten und diese scharfen Lorche, oh, und diese allerliebsten Kaulquappen. Ich war nämlich der Größte. Glaubst du mir wohl nicht, was? Ich konnte jede haben. Frag nur, kannst du ihn im Teich fragen? Diese Glubschaugen, diese prallen Froschschenkel, diese süßen Warzen. Hast du Warzen gesagt? Hast du etwa... Ach, die müssen grün sein. Gefürchteter Fallwind im chinesischen Meer. 6 Buchstaben. Achtung. Fertig. Los. Ich glaube, das steht hier nicht drin. Kaum. Du hast ja auch Brehms Tierleben in der Hand, meine Liebe. Vielleicht schaust du mal im Handbuch der Meteorologie nach. Zu langsam. Nimm noch mal bitte Brehms Tierleben zur Hand. Schlage bitte die Seite 205 auf. 3, 4. Dort ist ein Eselsohr, nicht wahr? Du bist sicherlich damit einverstanden, dass dein Taschengeld für den Monat März einbehalten wird, meine Liebe. Natürlich. Und du gibst Obacht, dass keine Tränen auf das Buch tropfen? Tierverwerter mit 8 Buchstaben. Achtung, fertig, los. Abdecker? Richtig. Sehr bedauerlich,
dass eine solche Einrichtung nur für Tiere existiert. Nicht wahr, meine Liebe? Das erinnert mich an etwas, mich dürstet. Bringst du mir bitte ein halbes Bier? Ja. Aber vor Sonnenuntergang. Ja. Zuneigungsgefühl für einen anderen Menschen. Durst? Na. Bitte schön. Danke. Grad Celsius. Auf das Zehntel, genau. Solltest du eine Seite haben, die ich an dir noch nicht kenne? Zum Segen. Ich suche ein Wort. Zuneigungsgefühl für einen anderen Menschen mit 5 Buchstaben. Liebe? Das ist richtig, in der Tat. Aber woher weißt du das? Dass du vorgestern das Wort Frigidität auf Anhieb wusstest, erstaunt mich nicht. Aber das hier, das finde ich sehr erstaunlich. Das finde ich sehr erstaunlich. Mir ist etwas Mir ist unwohl. Ich ziehe mich, glaube ich, zurück. Herbert! Ich krieg keine Luft mehr! Herbert! Gift mit 8 Buchstaben. Zyankali! Ja, liebe Zuschauer, das war's leider schon wieder. Na, dann bis zum nächsten SketchUp. Tschüss. Sag doch mal, was du hast. Du bist der einzige von deinen Freunden, der den Wehrdienst nicht verweigert hat. Ja und? Da macht mir eben nichts aus, um einen umzulegen. Aber das sind doch auch Menschen auf der anderen Seite. Ehrlich?